Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier möchte ich einmal auf eine Studie eingehen vom Bundesministerium für Gesundheit. Eine Studie zum Thema Zufriedenheit im Job in der Pflege. Ja, der Titel sagt, Pflegekräfte wollen eine angemessene Bezahlung, mehr Kolleginnen und Kollegen und digitale Entlastung. Das ist so hier im Kern, was dabei rausgekommen ist. Da gehen wir jetzt einmal tiefer drauf ein, ob das Ganze aus meiner Sicht stimmt, ob hier ja einige Sachen noch berücksichtigt werden müssen. Erstmal vielleicht zu mir, mein Name ist Michael Moskal, ich bin Geschäftsführer von Pflegekraft.de. Wir unterstützen seit fast 5 Jahren mittlerweile Pflegeheime, Pflegedienste und Krankenhäuser bei der Personalgewinnung, verwalten ein Werbebudget von bis zu 1 Million Euro im Jahr kundenübergreifend. Das heißt, ich kann zu diesem Thema einiges sagen, weil wir eben dabei unterstützen, Bewerbungen von Pflegefachkräften und von Pflegekräften zu generieren. Bei uns gehen kundenübergreifend 800 bis 1000 Bewerbungen pro Monat ein, wodurch wir sehr, sehr viele Einblicke haben in genau dieses Thema. Ja? Also warum wechseln Pflegekräfte? Was sind so die Punkte, warum die überhaupt über einen Wechsel nachdenken? Was macht sie unzufrieden etc.? Und hier möchte ich jetzt einmal auf diese Studie dabei eingehen. Hier gibt es so ein paar Themen. Ich möchte jetzt nicht hier auf den ganzen Text eingehen, sondern im Kern geht es mir hier um die Ergebnisse der Studie. Und zwar haben wir hier so ein paar Punkte. Zum einen ist es eben die angemessene Bezahlung, ist für alle Pflegenden ein zentraler Punkt für einen attraktiven Arbeitsplatz. Ja, Überraschung, wir gehen zur Arbeit, wir wollen natürlich entlohnt werden dafür. Natürlich ist das ein großer Faktor. Natürlich haben wir aber hier Schwierigkeiten in der Pflege, durch gewisse Gesetzesgebungen, Refinanzierungsmöglichkeiten etc. Und dementsprechend müssen sich auch die Betriebe an Tarifverträgen orientieren. Also so viel Spielraum nach oben und unten gibt es nicht mehr. Letzten Endes haben hier alle Arbeitgeber ja dementsprechend einen Rahmen gegeben, mit dem sie arbeiten können. Der eine oder andere kann da mehr draus machen, der andere halt weniger. Aber grundsätzlich haben wir hier schon in den letzten Jahren gute Anpassungen nach oben gehabt. Und letzten Endes auch für einzelne Arbeitgeber bedeutet das auch, dass das eben ein Thema ist, ja, wo alle anderen auch nachziehen. Also das ist jetzt nichts, wo wir sagen, okay, wenn man jetzt hier richtig hervorsticht, dass das große Änderungen hervorrufen wird, vielleicht bei der Personalgewinnung ja, aber die Person, die jetzt nur wegen dem Gehalt zu einem Arbeitgeber wechseln wird, zu einem anderen, die wird auch zu einem weiteren Arbeitgeber wiederum wegen dem Gehalt auch wechseln. Das muss man immer berücksichtigen, sobald es da irgendwo ein besseres Angebot gibt. Aber klar, Bezahlung ist natürlich immer wichtig, keine Frage. Deswegen steht das hier auch weiter oben. Aber es gibt hier noch so weitere Punkte, wie zum Beispiel, dass die Mehrheit der beruflich Pflegenden digital unterstützt werden wollen am Arbeitsplatz. Ja? Also, dass sie irgendwie einen stabilen Internetzugang haben möchten, eine elektronische Patientenakte. Dafür wünschen sich viele eine Einführung zu digitale Pflegedokumentation zum Beispiel. Da gibt es auch enorm viele Betriebe, die das bereits schon eingeführt haben. Viele arbeiten noch daran, aber hier gibt es halt natürlich auch Engpässe zum Beispiel bei den Schulungen. Also wie bringt man wirklich alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auf einen Stand, dass sie das auch wirklich vernünftig nutzen können? Und natürlich fördert das Ganze in der Pflege generell, weil wir hier den großen Vorteil haben, wenn wir hier Zeit sparen, haben wir wiederum mehr Zeit für die Patienten, für die Bewohner, für die Klienten etc. Und das ist halt eben ein wichtiges Thema, um mehr Zeit zu schaffen. Aber auch hier haben die meisten zum Beispiel das Problem, dass die Arbeitgeber diese Vorteile von dieser digitalen Pflegedokumentation nicht hervorheben. Ja, es gibt auch gewisse Punkte, die dagegen sprechen für Pflegekräfte, die man genauso berücksichtigen muss und die man entkräften muss oder man eben diesen Pflegekräften zeigen muss, hey, wie einfach es eigentlich mit der digitalen Dokumentation laufen kann. Auch heutzutage haben wir viele Möglichkeiten mit künstlicher Intelligenz da dementsprechend was voranzutreiben, um dann noch mehr Geschwindigkeit reinzubringen in den Prozess, dass man wiederum mehr Zeit für die Patienten generell hat. Aber auch das ist eine Sache, die einfach nach und nach kommt, die jeder nach und nach einführt, jeder, der das dementsprechend schon hat, kann damit auch werben als Arbeitgeber, aber grundsätzlich ist das etwas, wo jeder weitere auch sehr, sehr schnell nachzieht und auch hier, wie beim Thema Gehalt, was ja überall ähnlich ist, haben wir wieder bei der digitalen Dokumentation wieder einen Punkt, der auch sehr, sehr ähnlich ist und man als Arbeitgeber nicht wirklich hervorsticht oder hervorstechen kann. Dann haben wir hier nochmal so einen Punkt, wie für fast 90% der Befragten sorgt eine am tatsächlichen Pflegebedarf
ausgerichtete Personalzusammensetzung für eine deutlich höhere Berufsattraktivität. Das kann ich so natürlich bestätigen. Wir haben sehr, sehr viele stationäre Einrichtungen in der Betreuung, wo einige davon natürlich auch sehr, sehr gut aufgestellt sind, was den Personalschlüssel betrifft zum Beispiel. Und sobald man so etwas hat, hat man natürlich auch dementsprechend Vorteile, weil man das Ganze, wenn man das richtig in Szene setzt und richtig nach außen kommuniziert, dann haben diese Betriebe meistens kaum Probleme damit, vernünftige Bewerbung zu bekommen. Es ist halt eben wichtig, dass man es richtig macht. Also die meisten oder sehr, sehr viele Betriebe gibt es in Deutschland, die halt solche Rahmenbedingungen haben, wo es einigermaßen gut läuft. Die bräuchten aber trotzdem mehr Bewerber, trotzdem mehr Personal, bekommen es aber nicht hin, weil die nicht wissen, wie die das halt richtig in Szene setzen, dass das auch nach außen hin vernünftig kommuniziert wird. Aber das ist natürlich auch ein enorm wichtiger Punkt, was eben aber auch dafür spricht, dass eben generell in Deutschland die Pflegeheime und gute Arbeitgeber generell was dafür tun müssen, überhaupt in die Sichtbarkeit zu kommen, um dementsprechend auch dieses Personal auch vor Ort haben zu können. Also die meisten haben halt eben keine großen Budgets, die sie über investieren in die Personalgewinnung, in Personalmarketing, dass Personal darauf aufmerksam wird, dass sie halt überhaupt Bewerbung bekommen. Und die meisten Betriebe in Deutschland klagen dann eben für darüber, dass zu wenig Bewerbung eingehen oder dass unqualitative Bewerbung eingehen, weil halt zu wenig unternommen wird oder halt eben die falschen Maßnahmen durchgeführt werden. Und das ist aber ein wichtiges Thema, was man vernünftig, wenn man das vernünftig in Szene setzt als Arbeitgeber, hat man hier richtig, richtig gute Karten, um dementsprechend mehr Bewerbung zu bekommen. Dann kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt, den wir in den letzten 5 Jahren natürlich auch schon herausgefunden haben und gesehen haben, dass das halt enorm wichtig ist. Das ist natürlich das Thema bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist eben sehr, sehr relevant in der Pflege. Ja, die sehr, sehr viele leiden darunter, dass sie halt das Ganze nicht vereinbaren können, dass die Freizeit darunter leidet oder dass sie ihre Enkel oder Enkelkinder nicht sehen können, nicht Zeit damit mit ihnen verbringen können. Wenn die 10 Tage am Stück arbeiten, dann mal 2 Tage frei haben, kaputt sind etc., das Ganze nicht mehr organisiert bekommen. Und wenn man da halt keine Lösung hat, keine Lösung bietet, nicht genug Personal hat, um überhaupt Lösungen in dieser Form bieten zu können, dann hat man da natürlich eben als Arbeitgeber keine guten Karten. Aber hier haben sie natürlich hervorragende Quellen, wo sie wissen, okay, was sollte ich tun als Arbeitgeber, um mich hier wirklich zu verbessern, um mehr Bewerbung zu bekommen, um mehr Personal einzustellen dementsprechend. Das sind alles hier Aussagen oder wichtige Ergebnisse, wovon sie halt eine Sache nehmen können und sagen können, okay, wie kann ich das in meinem Betrieb jetzt vernünftig in den nächsten 4 bis 12 Wochen etablieren, dass ich damit auch nach außen gehen kann als Arbeitgeber und das als Vorteil nach außen kommunizieren kann. Nutzen Sie das, nutzen Sie solche Studien, um halt eben letzten Endes Ihr Personalmarketing so auszurichten, dass Sie Erfolg haben. Aber ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der ist hier tatsächlich als letzter Punkt angesiedelt, aber der extrem wichtig ist in der heutigen Zeit. Also in der Pflege hat man natürlich die Schwierigkeit der Differenzierung. Viele Pflegeheime, Pflegedienste, Krankenhäuser denken eben, wir machen das Gleiche wie alle anderen, wir unterscheiden uns nicht. Und sobald man natürlich in diesem Glauben ist, kann man auch nichts nach außen tragen, dass Pflegefachkräfte einen Unterschied überhaupt bemerken. Warum sollte man zu ihnen gehen und nicht zu einem anderen Betrieb in der Region? Und hier solche Themen wie Stimmung im Team, Wertschätzung, Führungsstil, die Vorgesetzten generell, die Leitungsposition, das sind alles Sachen, über die sie sich halt eben differenzieren können, weil keiner oder kein Pflegeheim wird die Pflegedienstleitung haben, die Sie zum Beispiel beschäftigen oder die Einrichtungsleitung oder Sie als Inhaber auch nicht. Sie als Person sind einzigartig und Sie, wie Sie das ganze Unternehmen führen oder wie die Einrichtungsleitung die Einrichtung führt. Und wenn Sie ein Arbeitgeber sind von mehreren stationären Betrieben zum Beispiel, also von Pflegeheimen in verschiedenen Regionen, dann werden Sie es kennen, Sie werden einige Einrichtungen haben, die keine Probleme haben, die sehr, sehr erfolgreich sind, wo das Personalthema gar nicht so auf dem Schirm ist, weil es da einfach nie aufploppt, weil es einfach läuft. Und in anderen Einrichtungen haben sie massive Probleme, müssen viel Zeitarbeit zum Beispiel beschäftigen oder die Stimmung im Team ist schlecht. Es kommen mehrere Kündigungen. Sie kommen nie auf einen gewissen Personalschlüssel oder auf ein gewisses Level am Personal, um halt eben die Pflegequalität zu gewährleisten oder um überhaupt alle Betten zu belegen, wie auch immer. Oder eben ohne Zeitarbeit auszukommen. Und
oftmals liegt es, oder wir haben die Parallelen in den letzten 5 Jahren gesehen, dass oftmals das Thema das ist, dass die Führungskraft, die in der Einrichtung dafür verantwortlich ist, dass es da eben Nachholbedarf gibt, dass es da Schwierigkeiten gibt oder dass die stationäre Einrichtung mal einen Führungswechsel hatte, weil die Führung davor eben nicht gut gewesen ist und das hat sich in der Region herumgesprochen. Gerade in ländlichen Strukturen hat man das Problem, dass sowas dann sehr, sehr schnell sich herumspricht und das in den Köpfen der Leute ist. Und wenn man das nicht richtig behandelt, dann haben sie hier ein Problem und das die Einrichtung wird immer defizitär laufen, sie werden da immer Probleme haben, immer Kopfschmerzen haben und werden das immer wieder gespiegelt bekommen und in anderen Einrichtungen läuft es zum Beispiel besser. Und ich würde es niemals auf die Region schieben, weil zu einer guten Führungskraft, die eben ihre Einrichtung richtig gut im Griff hat, die Pflegekräfte, wo die Pflegekräfte gerne hingehen, weil sie wissen, hey, hier läuft es einfach, da werden auch die Pflegekräfte aus den anderen Einrichtungen, wo es eben schlechter läuft, werden zu dieser Einrichtung gehen. Egal, ob wir in einem Ballungsgebiet sind oder in einer ländlichen Struktur, wir haben es in den letzten 5 Jahren schon so häufig gesehen, das macht dementsprechend nichts. Also wenn Sie hier Vorteile haben, dann sollten Sie auch diese Vorteile in Form von, welche Führungskräfte Sie haben oder wie das Ganze bei Ihnen gemacht wird, wie Wertschätzung nach außen getragen wird, wie die Stimmung ist, das sollten Sie transportieren. Und das sollten Sie meistens nicht nur in Textform transportieren, sondern das sind halt natürlich alles viele Themen, die Sie eher über eine Bildsprache transportieren. Das bedeutet, was für Bilder kommunizieren Sie nach draußen? Was nimmt man über Sie als Arbeitgeber so wahr? Kriegt man so einen Einblick in die Atmosphäre, in die Stimmung? Was sieht man immer von Ihnen? Das sollte dementsprechend berücksichtigt werden, um halt eben diese weiche Faktoren, wie das hier genannt ist, zu transportieren. Und wenn Sie das halt eben richtig machen, dann haben Sie hier ein richtig gutes Differenzierungsmerkmal, womit Sie nach außen gehen, womit Sie mehr Bewerbungen dementsprechend bekommen und eben mehr Personal einstellen können. Wir haben das in den letzten Jahren sehr, sehr häufig durchgeführt. Wir analysieren regelmäßig, welche Vorteile sehr, sehr gut funktionieren, welche Vorteile schlecht funktionieren. Das muss man je Arbeitgeber, je Region immer individuell nochmal bestimmen und analysieren. Und das machen wir in der Zusammenarbeit und deshalb sind wir da auch so erfolgreich unterwegs. Sie können sich da gerne einmal unsere Erfahrungen ansehen von, beziehungsweise die Erfahrungen von anderen Betrieben, von Kliniken, von Pflegeeinrichtungen, dementsprechend von Krankenhäusern, von ambulanten Diensten. Wir haben unzählige Erfahrungen hier, einige Bewertungen, die Sie nachgucken können. Das können Sie alles über uns nachrecherchieren. Also wenn Sie Personal benötigen, dann können Sie sich gerne bei uns melden oder auch unseren Ratgeber anfordern. Ist auch immer sehr, sehr hilfreich. Alleine hier mit den Inhalten können Sie sehr, sehr viel machen. Da gehen wir sehr in die Tiefe, was eben notwendig ist, um Personal zu gewinnen. Dementsprechend, Sie finden hier nochmal unter diesem Video einen Link dazu. Dann können Sie sich das Ganze anfordern per Post, dann bekommen Sie das zugeschickt. Und wenn Sie hier diese Inhalte mitnehmen und sagen und einfach nur mal schauen, was so in Studien veröffentlicht wird und das mal für sich nutzen als Arbeitgeber, dann haben Sie sehr, sehr gute Möglichkeiten, die Personalgewinnung voranzutreiben, schnell gutes, qualifiziertes Personal zu gewinnen, wenn Sie sich als Arbeitgeber eben vernünftig präsentieren und natürlich die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Aber dafür sind Sie natürlich als Arbeitgeber verantwortlich. Ich würde mich hier nie auf irgendwelche Gesetzesänderungen oder sonstiges verlassen oder warten, dass die Politik irgendwas verändert. Sie als Unternehmer, als Arbeitgeber sind dafür verantwortlich, dass letzten Endes die Rahmenbedingungen in Ihrem Betrieb einfach besser sind als in anderen Betrieben, dass Sie das Beste daraus machen und wenn Sie das richtig angehen, dann werden Sie da auch eben Erfolg haben. Deswegen, laden Sie sich oder beziehungsweise tragen Sie sich einmal ein hier für den kostenlosen Ratgeber und dann erfahren Sie halt eben, wie Sie wirklich erfolgreich Personal gewinnen können in der heutigen Zeit.